Yes. Hallo Hallo. Leute, willkommen bei der Niemals Sims schon? 4 Steinzeit Rex to Wer? Riches Challenge. Dies Days? ist Teil Wer? 16. Und wir haben Sonntagnachmittag. Der kleine Nubu ist ein Schulkind. Und gucken, er müsste ja wohl auch bald Hausaufgaben machen. Ja, hat er noch nicht angefangen. Das ist natürlich sehr steinzeittypisch, das Hausaufgaben machen mit Schulheft. Aber da er es nun mal muss, kann er das auch machen. Ich denke mal, irgendeine Art von Aufgaben gab es bestimmt auch für Steinzeitkinder in dem Alter. Wahrscheinlich haben die sogar schon früher angefangen. Hat er ja auch schon. Er hat im Sand gewühlt und da tolle Schätze gefunden. So wie sie das gerade macht. So, ach, das Essen ist schon wieder verdorben. Sollten wir gleich ein neues Essen aufsetzen. So. Ach, ist schon. Wunderbar. Perfekt. Und hier wächst die Kuhpflanze heran. Sehr schön. Und Nalu, wo treibst du dich rum? Ah ja, schwimmen. Gute Idee. Du könntest hier mal wieder für die Inselsauberkeit sorgen. Wo ist der Dreck? Hier ist der Dreck. Aufräumen. Und da war doch eigentlich auch immer Dreck. Naja, gut, wenn keiner da ist. So, hier kannst du auch nochmal sauber machen. Mal gucken, wie weit er heute im Laufe des Tages kommt. Die Bedürfnisse sind ja eigentlich ganz gut. Da kann er dann schon noch was versuchen. Dann lassen wir ihn auch mal versuchen hier, ob er erstmal eine Probe nehmen sollte. Ja, solange man das hat und dann wird's aufgeräumt. Wenn's denn dann mal klappt, das aufzuräumen. So, oioioi, hier qualmt's aber ordentlich. So, hier muss man natürlich auch mal wieder aufräumen. Oh, und Kalani hat Finger von Sulani gefunden. Sehr schön. Ich würde ja gerne noch mal in den Zustand von alles aufgeräumt kommen. Mal gucken, ob das zu schaffen ist. Ah, Nubu hat die Hausaufgaben gemacht. Und weißt du was, Nubu? Du kannst jetzt angeln lernen. Angeln ist was für große Kinder, so wie du eins bist. So, hier, da steht schon jemand, der kann dir zeigen, wie es geht. Das ist zwar ein Umweltsünder, ein Fischwilderer. Ja, er ist ein Fischwilderer, weil das unsere Angelstelle ist. Jawohl. So. Und ah. Kalani wühlt noch im Dreck, das ist gut. Die hat ja schon einiges gefunden heute. Wunderbar. Ja, Finger von Sulani für 610 Simoleons. Das ist ja nicht schlecht für mal eben im Dreck gewühlt. Und hier kann sie, glaube ich, auch tätig werden. Aber ist sie jetzt fertig? Mal gucken. Ja, scheint so. Dann kann sie mal hier die Fallen leeren. So. Oh, und Nubu hat einen Fisch gefangen. Wow, na das ist doch toll. Dann machen wir doch gleich mal einen Screenshot von dem. Nubu angelt. So, dann mache ich hier schnell mal Pause. Nicht, dass er plötzlich aufhört zu angeln. So, angeln mit fremdem Mann. So, jetzt kannst du weitermachen. Ja, ja, er fängt was. Super. Ja, prima. Der macht das ganz gut. Oh. Ein Baumfisch. Der ist zwar hier in seinem Fall nicht viel wert,
Den hätte man doch schon gerne im Aquarium. Den Barsch, den kann man kochen oder verkaufen. Aber der Baumfisch, der ist so interessant. Ich guck mal, ob ich so ein kleines Fischglas kaufen kann. Oder ist das zu wenig steinzeitmäßig? Also so ein großes Aquarium geht natürlich gar nicht, ganz klar. Aber so ein kleines Basegame-Fischglas müsste doch eigentlich drin sein. Gucken wir mal. Hier sind die nicht. Vielleicht im Freizeitbereich. Da. Und sollte man aber vielleicht fast noch einen Tisch kaufen. Ja. Würde ich schon sagen. So, den stellen wir da mal hier hin. Und da kommt das Fischglas drauf. Weil das brauchen wir ja für eventuelle Teller und so ein Kram. Und jetzt zum Aufmachen. Fisch hinzufügen. Baumfisch. Und jetzt können wir das angucken. Aber ich glaube, man kann die... Also da können die Sims nicht angucken und das schön finden. Hier, der sieht doch lustig aus. Ja, man kann den nur wieder ins Inventar legen oder ihm einen Namen geben. Nun gut. Also so eine Glaskugel gibt's natürlich nicht in der Steinzeit. Dafür hat die Technik gefehlt. Aber ja, vielleicht könnte man sich vorstellen, dass es irgendwie so in den Felsen so eine kleine Kuhle gibt und dort ist Wasser und da haben wir den Fisch reingelegt. So, jetzt gucken wir hier mal. Ah. Oh, was macht der? Der flackert irgendwie, der Typ. Ah ja, sie hat tatsächlich alle Fallen geleert. Gut, dann reparier die mal neu. Mit neuen Fischen. Sie hat natürlich auch schöne Fische gefangen, aber ich würde sagen, ein Mahi-Mahi. Nun, der ist sogar was wert. Dann nehmen wir hier noch einen Guppi als Köder. Und dann gucken wir mal, was sie sonst so gefunden hat. Ja, hier noch mehr Finger von Sulani. 385, 610, gibt zusammen auch fast ein Tausender. Und der schöne siamesische Kampffisch. Ein Regenbogen, auch gut, 180. Und diese Elektroteile, die kann man natürlich auch verkaufen. Also sie hat heute schon ganz schön gut was gefunden. Ein einfaches Muschelhorn. Ja, das heben wir vielleicht mal auf. So. Oh, Nubu hat auch Finger von Sulani gefunden. Nubu, du bist richtig gut, ey. 1000. Wow. Super. Und, was macht der Level? Ja, Level 2, das reicht immerhin schon für die 2 in der Schule. Er lernt nämlich mental beim Angeln. So, ich denke mal, dass du jetzt bald in die Koje musst. Bald, aber noch nicht sofort. Ob ich ihn vorher noch mal baden lasse? Ich denke ja. Auf jeden Fall hat er jetzt genug geangelt für heute. Hast du sehr gut gemacht, Bub. Ganz hervorragend. Oh, die Kuhpflanze wächst. Aber du darfst jetzt erst nochmal baden. Und dann gehst du auch in den Busch. Und dann wird geschlafen. Und der Nalu, oh, dem geht's gar nicht gut, weil er seinen Finger beim Müllsammeln gepiekst hat.
Und er muss mal. Wo steckst du denn? Da oben steckt er. Eigentlich haben wir jetzt doch allen Müll eingesammelt. Nee, der hat nicht funktioniert. Dann geh mal hier hin. Oder jogg mal hier hin. Und dann versuchen wir es mit diesem hartnäckigen Flecken nochmal. Ja, ich guck, ob wir hier noch Dreck finden. Oh, das ist doch auch sehr faszinierend hier. Dieses blaue Leuchten. Und da ist plötzlich eine Frau erschienen. Ah, die ist, glaube ich, eigentlich eine Meerjungfrau, aber wir wissen das nicht. Und solange wir das nicht wissen, verwandelt sie sich auch nicht. So, gibt's hier noch irgendeinen Dreck? Ich sehe gerade mal keinen. Tja. Ah, du stehst jetzt hier rum und wartest auf mich. Gut, versuch mal das aufzuräumen. Ja. Jawohl. Und jetzt nochmal. Ah, es ist weg. Super, super. Dann darfst du jetzt nach Hause. Aus meiner Sicht ist der letzte Dreck weg. Und wir kriegen keine Belobigungsnachricht. Jo, geh mal hier hin. So, Kalani schläft auch schon. Tja, gegessen hat sie nicht. Aber das macht nichts, sie ist noch nicht so hungrig. Wie schwanger ist sie eigentlich? Zweites Trimester, okay. Dauert nicht mehr allzu lang. Gut. Na, Lu, schaffst du das noch? Ah, er kann hier lang schwimmen. Das ist natürlich cool. Und er kann jetzt schon ziemlich gut schwimmen. Mal gucken. Fitness, naja, Level 3 ist jetzt noch nicht so berauschend. Aber bald hat er Level 4 und dann wird er schneller. Ein Fisch schwimmt da ganz alleine rum. So, du kannst dann mal gleich hier pinkeln gehen. Und dann kannst du dich auch ins Bett legen. Tippel, tippel, tippel. Ja, und jetzt schnell rein in den Busch. Husch, husch. Sehr gut. Was will er denn mit Kalani machen? Freundlich sein. Das ist immer gut, ja. So, jetzt darfst du schlafen, mein Lieber. Jawohl. Jetzt müssen wir hier nur auf den Nubu warten. Ah, Nalu kann jetzt in Elternzeit gehen. Ich schätze mal, er kann das hier nicht... Doch, er kann das nehmen. Oh, das ist einfach genial. Dann nimm das mal. Weil dann können die Eltern einfach weiter schlafen. Diese Feuerstelle ist echt klasse. Die werde ich bestimmt für meine 100 Baby-Sims einführen. Weil, abgesehen von dem Draht, ist das Ganze hier... Hier, du kannst was essen.
ist das alles sehr steinzeittauglich. Und es ist auch irgendwie praktisch. Man hat es schnell angeworfen als erwachsener Sim und kann das so vor sich hin simmern lassen. Ja, bis dann der nächste Hunger ist. Und die Kleinkinder können das zwar nicht nehmen, glaube ich, aber die Schulkinder können es nehmen. Und erst ab dann zählt die Verderblichkeitsrate. Man hat dann praktisch einen ganzen Tag Zeit, um das zu essen. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Kalani ist jetzt auch schon sehr hungrig. Steh doch einfach mal auf und nimm dir was. Und bestimmt bist du jetzt im dritten Trimester. Jawohl. Gut. Dann dauert's ja nicht mehr allzu lang. Sehr gut. Und der Nalu ist eigentlich auch ausgeschlafen. So. So. Und Kalani, wenn du fertig gegessen hast, kannst du hier ein neues Festessen kochen. Und mach doch mal ein tolles Fischfest mal. Und wenn man Fische hat, dann spart man auch Geld. Und auch wenn man Taro-Wurzeln und so weiter hat. Jetzt haben wir hier schon über 10.000 Simoleons. So, zack, zack. Das geht echt schneller als die andere Kocherei. Ist also sehr gut für 100 Baby-Challenges. Und ich nehme einfach mal an, dass dort, wo die in der Steinzeit leben werden, ich will ja den Anfang meiner nächsten 100 Baby Challenge in der Steinzeit anfangen lassen. Und erstmal hier schnell weiterentwickeln. Ja, und egal wo das spielt, mit so einer Kochmethode kommt man bestimmt recht weit. Ich meine, im Prinzip machen wir das ja auch traditionell, wenn wir Kartoffeln in Alufolie packen und da reinwerfen, nur dass da halt Blätter genommen werden. Man kann ja auch Maiskolben in die Glut werfen, mit der Hülle drumrum, und dann kochen die auch so im eigenen Saft. So. Okay, du arbeitest zu Hause, jawohl. Mal gucken, was es heute zu tun gibt. Über Naturschutz recherchieren, was er nicht tun kann. Und Wildnis von Moapel am Erforschen. Ach, das ist wieder sowas, wo er erforscht und erforscht. Und nur jeder vierte Versuch funktioniert oder so. Aber er kann das trotzdem machen. So. Na, ich lasse ihn erstmal fertig essen und muss er auch nochmal. Ja, jetzt nicht so dringend. Er kann zur Not auch drüben auf der größeren Insel seinem Geschäft nachgehen. So, jetzt haben wir hier schon wieder neuen Dreck. Toll. Aber das ist klar, solange wir noch kein Wunder erreicht haben, kommt der Dreck immer wieder nach. So. Kann er hier erforschen? Ich guck nochmal. Also, die tropischen Pflanzen erforschen, den Wasserfall, die Höhle, Algen oder Angelstellen. Könnte er eigentlich auch erstmal zu Hause erforschen. Hier, erforsch mal hier. Da, erforschen. Weil dann hat er nicht so weite Wege, kann mehr Versuche machen. So, sie kümmert sich jetzt schon von selbst um den Garten. Das ist doch gut. So ist recht. Ja, und wahrscheinlich wird er demnächst befördert. Auch gut. So, Nubu ist schon in der Schule. Super gut. Ja, ich denke, dann mache ich mal Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.